Hallöchen, ich zeige euch heute mal, wie ich mir kleine Ketten für Silvester baue, weil ich liebe Knallerketten und ich habe aus all den Jahren noch ziemlich viele gesammelte Werke und ich mache mir dann immer mal kleine Ketten. Habe ich die letzten 3 Jahre nicht gemacht, jetzt ist es mal wieder soweit. Ihr braucht dafür diese Mini-Knaller. Früher waren das ja sogar mal Ketten. Breites Malertape und Zündschnur. Im Übrigen braucht ihr keine Angst haben, in Deutschland ist das völlig legal. Verknüpfen, Verleiten von Feuerwerkskörpern ist erlaubt, deswegen gibt es auch diese Zündschnur zu kaufen. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, ist das Verändern am Feuerwerkskörper selbst. Aufschneiden, Pülverchen selber zusammenmischen, solche Dinge. Machen wir mal so eine klassische 30er-Kette. Die sind auch meistens nicht sehr doll verarbeitet, die Dinger. Ich mache mir die immer in so ein Schüsselchen, da kann man einfach schöner mit umgehen. Man kann hier übrigens, wenn man das so zusammenschiebt, grob abschätzen, wie viel man braucht und schneidet sich das ab. Wenn es übrigens schneller gehen soll, empfehle ich euch rote oder gelbe Litze zu nehmen und einfach zum Anzünden vorne ein Stückchen grüne dran machen, dann brennt das Ganze bedeutend schneller. Ich mag eigentlich die Abbrandgeschwindigkeit von grüner Zündschnur. Gerade wenn es dann sowieso eingeklebt ist durch dieses Verdichten quasi, zündet das noch ein bisschen schneller durch. Insofern völlig ausreichend. Jetzt braucht ihr hiervon ein Stückchen. Ich mache das dann immer so, ich klebe mir das einmal hier drauf. So. Fahre mir dann mit dem Finger so ein Stückchen ab. Das schneide ich mir dann ab und klebe mir das hier rum. Ganz einfaches System. Und dann nehme ich die Zündschnur. Ein Stückchen muss ja vorne rausgucken. Und lege das Ganze so an. Und jetzt könnt ihr es euch schon denken, es kommt erstmal die Bastelarbeit. Jetzt muss ich immer einen nach dem anderen anlegen. Ich mache das dann immer so, ich zeige das mal, dass ich die so anlege. Und die Zündschnur ein bisschen nach innen klappe. Dadurch bekommt man quasi in der Mitte wie eine dicke Zündschnur, die dann schön durchbrennt. Und das ist jetzt erstmal reine Fleißarbeit. So, jetzt haben wir hier alle drauf. Jetzt nehme ich hier zwei letzten Zündschnüre und drücke die so ein bisschen rum. Und das gleiche mache ich mit der dicken Zündschnur. Jetzt kann ich mir das hier nehmen und schön kräftig nach vorne drauflegen. So. So sieht das aus. Jetzt ziehe ich mir das Ganze nach hier ab. Schneide das hier nochmal ein. Und kann das Ganze so drauf kleben. Und im Grunde genommen ist es schon fertig. Wenn ich hier so eine kleine offene Stelle habe, kann ich da noch was drauf kleben. Und fertig ist eine perfekte Crackermatte. Natürlich können wir die erst Silvester testen. Ich habe auch schon ein paar gebastelt. Da kommt definitiv ein Video. Ihr könnt diese Matten übrigens in allen möglichen Formen und Farben machen. Ich mache das dann noch gerne, dass ich die Zündschnur so seitlich anklebe. Da kann die nicht irgendwo rumhängen, stört nicht. Und das sind zum Beispiel jetzt hier alte Reibkopfknaller. Von denen hatte ich noch relativ viele. Da wollte ich auch mal ein paar loswerden. Mit Pyro-Crackern geht das Ganze natürlich auch prima. Oder man nimmt einfach mehr von den kleinen.